Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play TerraTech. Wir haben wieder mal das wunderschöne Problem, dass uns die Batterievorräte nicht ganz so holde sind. Deswegen müssen wir uns hier ein bisschen was rausklauen, leider, damit wir unser Fahrzeug bauen können. Es muss ja nicht groß sein. Es wird, an sich wird es überhaupt nicht groß werden. Es ist einfach nur ein kleines Kriegsfahrzeug. Deswegen große Aufprallplatte. Kommt hier rüber. Hierüber, damit wir dann hier drüben die Räder Nummer 1 bauen können, da dann Räder Nummer 2 bauen können. Beziehungsweise, wir haben doch hier jede Menge Blöcke, oder natürlich haben wir jede Menge Blöcke. Dumme Frage, wir haben immer Blöcke. Wir haben Blöcke immer bis zum Umfallen. Das Ding brauchen wir jetzt mal. Bauen wir hier hin. Plus, wir brauchen nochmal einen da vorne hin. Nochmal eine Batterie vielleicht. Ja, nochmal eine Batterie wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das heißt, wir bauen hier nochmal eine Batterie hin. Und du baust hier mehr auch nochmal eine Batterie hin. Je mehr Batterien, umso besser das Ganze. So, das heißt nämlich auch, wir machen hier eine Reparaturblase. Die nimmt alles recht gut ein. Da kann man nicht nein dazu sagen. Hier rüber und im nächsten Fall auch noch hier rüber. Und sagen wirklich, unser ganzer Panzer wird einfach eine riesige Autobatterie werden. Finde ich eine recht gute Idee. Andere mögen sagen, nee, 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 nicht so ganz wahr, aber ich denke, das passt schon. Robuste Räder für schwere Lasten. Schau mal, was ist denn besser geeignet? Ja, das ist zu klein, das ist zu klein, das brauchen wir nicht. Hier natürlich auch noch was, aber ich glaube, ich bleibe bei. Upp, das war genau das, was ich nicht haben wollte. Ich glaube, wir bleiben bei denen hier. Yep. Das machen wir, aber davor brauchen wir jetzt natürlich erstmal wieder hier. Du kommst hier weg und du kommst hier weg. Jetzt brauchen wir mal hier wieder die Batterien und so wie es ausschaut, haben wir wieder das alte Problem. Ah, dass wir nicht in der Lage sind, genug Plambett herzustellen. Okay, das haben wir ja. Das haben wir ja gleich. Ich klaue so lange einfach mal das Zeug hier von der Basis. Plus natürlich, einer war fertig. Wir haben eine Mini-Batterie war fertig. So. Mehr braucht er ja gar nicht. Da ist er. Er soll bloß ein Angriffsfahrzeug der Mittelklasse sein. Er muss ja nicht 5000 Jahre durchhalten oder sonst irgendetwas. So, Dankeschön. Ja, du, nochmal eine Mittelbatterie herstellen. Wunderbar. Man sieht, was es werden soll. Ein einfaches Konstrukt der Zerstörung. Und nebenbei natürlich müssen wir ihm hier noch ein bisschen Stromgeber. Plus, wir brauchen noch Plambedingungen jetzt für da hinten. Das heißt, wir nehmen uns ein bisschen was von diesen 800 Teilen hier raus. Denn warum eigentlich auch nicht? 800 ist nämlich eine verdammt große Zahl. So viel brauchen wir noch nie im Leben von den Teilen. Bin mal gespannt, ob er so ein großes nehmen kann. Ah. Das Ding ruiniert ihm gerade so ein bisschen das Spiel, aber gut. Dadurch gewinnen wir ja zumindest Ebbers zu. Ebbers ist besser als gar nichts. So, er ist aufgeladen, er ist auch bereit. Das Ding ist noch nicht ganz mittig. Naja, es wird wahrscheinlich auch nie mittig werden. Nope, außer ich würde hier nochmal was hinbauen. Ich glaube, das könnten wir doch bestimmt machen. Yep, funktioniert.
funktioniert doch wunderbar. Nap, nap, nap. Andu, Andu. Verdammt. Nop, 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 nop. Ach, Mann. Weil ich nicht im Baumodus war. Tja. Ob ich das jetzt auf einmal schon wieder hier... Den hier möchte ich. Dankeschön. Und so hinbauen. Ich weiß nicht, das hat irgendwie was. Das gefällt mir. Das hat was. Dann haben wir hier noch unsere Batterien. Zack, zack. Dann haben wir hier noch einen normalen Klotz. Wenn wir schon mal keine Batterien dafür haben, haben wir einen normalen Klotz hier noch oben dran. Und müssen jetzt ein paar Standardsachen hinbauen, wie zum Beispiel Scheinwerfer. Beziehungsweise ich glaube, wir haben auch Frontscheinwerfer, wenn wir hier reingucken. Ziemlich ein Radar brauchen wir von dir. Ah, da haben wir es doch. Das brauchen wir. Ein Radar in Ehren kann niemand verwehren. Das bauen wir nämlich sogar hier hinten hin. Du fällst da mal weg. Wir haben hier so normale Scheinwerferchen, die wir verbauen können. Einmal so. Einmal so. Dann sehen wir nämlich auch ein bisschen was. Und den Rest können wir jetzt mit den Geocore-Platten vorhin zumachen, wo ich mal behaupten. Ja, Panzerplatten. So und so. Das kriegen wir hier auch. Zu und zu. Aufpreissicherung 2.0. Beziehungsweise, das ist falsch. Da fehlen mir jetzt die guten Räder momentan noch. Einmal da und einmal da. Ich glaube, hier können wir... Ah, nehmen wir da, 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 da. Hier, können wir noch eins hinbauen. Okay. Dann kommen wir zum Creme der Creme von dem ganzen Teil. Die großen Megawomen. Würde man behaupten, die durften dafür sorgen, dass wir relativ wenig Probleme bekommen. Mit Betonung auf relativ. Wir können vielleicht immer noch das ein oder andere Problemchen bekommen, aber damit sollten wir recht gut klarkommen. So, dann machen wir hier nochmal. Panzerplatten hier rüber. Und das gleiche machen wir auch, Panzerplatten hier rüber. Damit der Bereich ein bisschen geschützt ist. Was uns natürlich noch fehlt, sind Schutzschilde selber. Da müssen wir wieder auf GSO zurückgreifen, leider. Schildblase. Okay, die muss ich einmal so und einmal so hinbauen, so wie es ausschaut. Habe ich jetzt einmal zweimal gebaut? Ich habe da hinten. Ich kann sagen, irgendwo war doch noch eine, die noch nicht so ganz perfekt war. Okay, schauen wir mal. Wir haben überall Schilder. Yep. Es überlappt sich alles. Wir können alles heilen. Ich glaube, damit können wir in den Krieg ziehen. Das machen wir einfach. Es ist nicht das Schönste, aber es ist funktionell. Heißt, mit dem können wir es was anstellen. Ja. Und wir sind über... Oh Gott. Die Räder sind irgendwie nicht dafür ausgelegt, so eine schwere Last zu tragen. Könnte man jetzt so glatt annehmen. Moment. Mal zurück, B. Mal kurz zurückgehen. Einen Moment. Sind wir gleich wieder da. So. Eventuell sind die Räder doch nicht gerade die klügste Wahl gewesen. Schauen wir nochmal. Ich mache mal weg. Wenn ihr nicht robust genug seid, dann müssen wir es mit anderen probieren. Wie schaut's denn mit denen aus? Können wir damit was reißen? Oder sagt er immer noch, das ist zu schwer? Nope. Damit scheint es zu funktionieren. Okay. Dann probieren wir das Ganze nochmal aus. Angriff, sag ich nur. Angriff.
Muss mal kurz etwas trinken, Entschuldigung dafür. Wir sind nicht schnell, aber wir sind dafür verdammt gut bewaffnet. Die Frontkanonen hauen schon einiges rein. So, meine Freunde, wir wollten zwar in Turas jagen, aber ihr seid ziemlich nah an meiner Basis dran. Genauso wie der Kollege Dings von der Invasion. Ich glaube, da habe ich jetzt mal ein Wörtchen mitzureden mit euch. Ich meine, sie schauen schon cool aus. Und sagen wir es mal, die schauen schon cool aus. Noch reichen wir nicht ganz rar und... Immer noch nicht ganz. Sag bloß, jetzt habe ich ihn vor die Kante rausgenommen. Nope. Noch lebt er. Aber seine Kaufteile gehören gleich mir, also wenn es weitergeht. Wo ist sein Hauptquartier? Wo da hinten? Zerfalle, mein Freund, zerfalle. Will ich nicht zu viel drauf schießen? Okay, der Mann schießt definitiv auf mich drauf, was ich jetzt nicht gut erachten kann. Aua. Okay, jetzt bist du dran, mein Freund. Dir schieße ich in den... Huiuiui, okay, du hast ein paar mehr Kanonen als ich drauf. Aber ich schieße zumindest mal durch, im Gegensatz zu dir. Meine Panzerung hält stand, deine nicht so, wie es ausschaut. Also egal, wo der da unten drin ist, der kann doch nichts mehr haben. Hat der Aktivpanzerung nach oben, hat er die. Ah, okay, verstehe. Der Kollege ist immer noch nicht tot, so wie es ausschaut. Aber der hat einiges eingebracht. Also allein die Kanonen, die ich hier sehe, sind schon mal eine gute Grundbasis für alles, was ich so machen möchte. Hallöchen. Du schaust mir eigentlich nicht mehr so aktiv aus. Wenn ich wüsste... Ach, da oben ist er. Jetzt da. Geh mal hoch, dankeschön. Mission komplett. Okay. Hier gibt es auch ein Missionslimit momentan. Also sagt, man kann nur noch eine gewisse Anzahl von Missionen immer haben. Wir brauchen auf jeden Fall hier erstmal einen Aufräumer. So. Das wäre in jedem Fall mal du hier. Stell dich jetzt mal so rüber hin. Und bist glücklich mit der Welt. Während ich mal das mir angucke. Was haben wir denn hier bekommen? Das ist eine... Achso, das ist noch gar nicht offen. Jetzt da, wollte ich gerade sagen. Also irgendwie haben wir gerade gar nichts bekommen. Aber das Teil muss natürlich erstmal aufgehen. So. Eine Batterie, das ist schon mal gut. Ein Bohrer, yep. Was bist du? KI-Modul. Und ein Verschrotter. Okay, ist gut. Mistkingsagen sind lauter gute Sachen dabei. Sind mehr so gute Sachen dabei. Ja, haben aber so ein bisschen Energie verloren, muss man zugestehen. Der hat schon so einiges von uns abverlangt hier. Aber es waren auch welche mit großen Kanonen, also... Muss man auch wieder mitbedenken, die hatten unsere gleiche Feuerkraft, nur ein zigfaches mehr. Auch wenn er sie effektiv nicht nutzen konnte, weil einfach zu klobig war in dem Sinn. Die Idee dahinter ist gut. Andere Mörserangriffe von weg haben ihm wenig ausgemacht, dadurch, dass er diese Aktivpanzerung von oben hatte, aber insgesamt insgesamt war er in Sachen Nahkampf dann doch wieder sehr, wie soll ich sagen, berechenbar. Sage ich, der nicht gerade die besten Sachen baut. Yep. Das auf jeden Fall. Okay, aber die Aktivpanzerung, das ganze Zeug, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist pures Gold hier wert. Gerade wenn wir dann später sagen, wir brauchen eine Wand und so, können wir dann das Zeug verwerten und die Großen daraus machen. Und haben schon mal den Grundstein dafür gelegt. Das ist dann auch wieder so eine Aufgabe, wo man sagt, okay, wenn wir am Bauen sind, habe ich ungefähr 10 von diesen Fabrikatoren. Und die bauen und bauen und bauen einfach. Und immer mal wieder muss ich dann wieder neuen Schrott dazu hinzufügen, um die Rohstoffe zu bekommen, aber sonst sollte es eigentlich passen. Okay, saugst gerade irgendwie nichts auf, dann nimmst du den direkt weg. Habe ich denn die Möglichkeit, den hier irgendwo anzuschließen?
irgendwie nicht so ganz. Okay, es braucht immer ein Dreier auf jeden Fall. Ich gebe zu, ein bisschen komische Natur, aber es könnte funktionieren. Okay. Wir sind immer noch dabei, Venturas irgendwo zu finden und zu zerstören. Was gar nicht mal so einfach ist. Aber jetzt können wir mal die Bedrohung da hinten auf jeden Fall ausschalten. Dazu haben wir genug Power. Ich merke gerade, wenn das Ding weg ist, dann bewegen wir uns ziemlich ein ganzes Stück schneller schon voran. Dass der aber so ausgeladen ist schon mit dem Ganzen. Das ist nicht schlecht zu wissen. So, Invasor. Du hast es gewagt, dich hier bei mir blicken zu lassen. Ist natürlich immer eine ganz, ganz schlechte Sache, ja. Besonders wenn man eigentlich nicht so up-to-date ist, sich eigentlich eher fragen sollte, was mache ich hier? So, Hallöchen, mein Kleiner. Ach, du bist ja putzig. Du bist ja mehr als putzig. Also dir schießen wir die Halunken aber sowas von weg. Irgendwas mit Invasoren und Tech und sowas hat er gerade gesagt. Aber ich habe es gerade nicht ganz mitbekommen. Aber ich habe hier eine verlängerte Panzerung auf jeden Fall. Das heißt, wir haben ein bisschen was zu bekommen an neuen Sachen. Kleine Panzerung hier. Und ein klitzekleines bisschen dort, würde ich mal behaupten. Ich glaube, das ist zu weit weg, oder? Yep. Das dürfte zu weit weg sein. Aber neuen Tech. Neuer Tech ist niemals verkehrt. Über neuen Tech freue ich mich doch wie nichts anderes. Sorry. Dann war zumindest der Angriff auf den Invasor nicht ganz umsonst. Mit Betonung auf nicht ganz. Hätte auch ein bisschen besser laufen können, aber was soll's. Ah, plus du hier, du gibst uns auch immer ein bisschen was dazu. Alles klar. Oh, nein, Andu. Oh, du hier. Okay, einen Moment. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Das können wir so nicht zulassen. Zack, mitnehmen. Ich baue mich mal hier kurz wieder hin. Das ist, wenn man so einen kleinen Lag immer drin hat. Der macht einen so ein paar Sachen immer kaputt, die man eigentlich gar nicht so haben möchte. Der ist schön hier geblieben. Du kommst hier hin. Du kommst dorthin. Und du kommst hier hin. Wunderbar. So, damit können wir weiter. So, jetzt da. Kann sagen, damit können wir weitermachen. Ich jetzt mal auf dem Fragezeichen, kommt nichts mehr. Ich meine, wir sind schon mal vorbeigefahren, aber wir können ja nochmal hinfahren. Einfach nur auf Nummer sicher zu gehen. Ja, da wäre schon längst was gekommen, wenn da irgendwas wäre. Okay, gut. Dann zerstören wir ein paar andere Leutchen. So ein paar kleine andere Leute, was ist. Ah, die Denten zum Beispiel. Ich hoffe inständig, weil die... Wir haben ja einen Versionswechsel eigentlich mit der Karte mal durchgemacht. Ich hoffe gerade inständig, dass der nicht schuld daran ist, dass jetzt die Gegner nicht mehr spawnen. Außer sind gerade so oder so zu viel da. Das kann natürlich auch sein. Das wäre im Bereich des Möglichen. Was wiederum nicht so schön wäre, weil dann würden uns irgendwann mal die Gegner ausgehen. Ach Gott, seid ihr putzig. Seid ihr putzig? Bam, so, der nächste. Du, mein Freund, warum versucht ihr es überhaupt? Ich schieße einmal auf euch drauf und ihr seid weg vom Fenster. Hey, er schießt ordentlich auf mich rein, da kann man nichts gegen sagen. Aber er ist nicht gewappnet gegen das, was ich anzubieten. Dankeschön. Ach, die fliegen eher weg, als dass irgendwas passieren würde. Aha.
So, ich bitte darum, der muss doch mal fallen hier. Bom, 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 bom. Oh, schon, mir geht nämlich langsam die Energie aus. Was nicht so gut ist. Das wiederum ist gut. So, direkt hier reinsetzen. Ein bisschen was vom Ventura-Korb abbekommen. Aber wir sind energietechnisch ziemlich am Ende. Wir hätten länger durch als das andere Fahrzeug. Auf jeden Fall wesentlich länger, aber... nicht so lange, wie ich gerne hätte. Was bist du? Eine Ventura-Raffinerie. Das heißt, wir können Ventura-Sachen an sich aufbauen. Okay. Ich stelle 20 Ventura-Tags. Ach, haben wir die nicht zerstört, sondern der Gegner, oder wie? Ach, Mist. Das wäre jetzt zu schön gewesen, um wahr zu sein. Na komm. Und ist das jetzt auch schon zu viel? Ja, es ist auch zu weit weg wahrscheinlich. Ja, okay, hier eingestellt. Nehmen wir das nur vorhin mit. Und alles, was ich noch so ein bisschen herkarren kann, dann war es das aber auch schon wieder. Und mit dem möchte ich mich, wenn es geht, eigentlich nicht anlegen. Ja, mir fehlt einfach gerade so ein bisschen der Strom. Oh, wir können von weiter entfernt ausschießen. Dann warum nicht? Solange wir noch ein bisschen Strom haben, ist das ja gar nicht mal so schlecht. Ach, du kommst auch noch mit. Dann haben wir den zumindest auch noch mal besiegt. Aber gegen diesen Megadreisten da hinten, das können wir vergessen. Das können wir vergessen. Wir können auch mal sagen, wir lassen das mal hier stehen. Ich werde mich kurz zurückziehen zum Aufladen und danach wiederkommen. Das wäre doch eigentlich gar nicht mal so eine verkehrte Idee. Eventuell auch irgendwelche Relaisstationen hier hinzubauen, wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Ein weiteres Rad vielleicht? Hm. Ich weiß nicht, was so alles helfen könnte hier in diesem Fall. Muss ich stehen, wüsste ich jetzt gerade ganz und gar nicht. 20 Ventura. Ich habe aber schon ewig und 3 Tage keine Hawks mehr gesehen. Ich war auch offscreen ein bisschen unterwegs und bin mal in der Gegend rumgefahren. So, einfach mal unser Umfeld hier, was mir jetzt gerade freiräumt von Gegnern, habe ich abgefahren. Ich habe aber wirklich nichts gefunden. Gar nichts. Also überhaupt gar nichts. Und die Fragezeichen funktionieren ja auch irgendwie nicht. Also, es kann sein, dass dieses Upgrade von 071 auf 072 vielleicht irgendetwas kaputt gemacht hat im Hintergrund. Was nicht schön wäre, denn mittlerweile haben wir ja wieder das gewisse Etwas, sage ich jetzt mal. Um auch größere Sachen aufzubauen. Und nochmal von vorne anfangen. Ach. Müsste es nicht unbedingt sein. Ich würde eigentlich am liebsten so weiterbauen, so wie wir gerade sind. Ja, aber da werden wir schon gucken. Da werden wir schon drauf kommen. Muss ich mir erstmal wieder voll pumpen und nebenbei mal ein bisschen Wasser zu mir nehmen, denn Wasser ist während den Reden doch ziemlich wichtig. Das ölt die Stimmbänder. Schau mal, 45, ich glaube 35 habe ich angefangen, 20 Minuten. Ja, wir können noch einen kurzen Angriff machen, bevor ich sage, ich pausiere das Ganze mal. Sind auf grün. Da vorne sieht man sogar ein bisschen. Oh, jemand hat die. Da vorne hat mir doch glatt jemand was weggeschossen. Aber wir haben doch genug Panzerung. Zack. Left. Das waren die Lichter, wo gefehlt haben. Aber na gut, das macht nichts. Macht nichts. Wir sind wieder volle Kanne dabei. Wir sind nicht schnell, aber wir sind zumindest solide. Das würde ich mal sagen, ist die Hauptsache. Ich überlege gerade, den hier wegzulassen, einfach komplett. Sparen uns bestimmt auch ein bisschen Gewicht ein. Da steht auf jeden Fall irgendetwas. Ich weiß nicht was. Nee, wir gehen erstmal zurück.
holen uns den Klotz und können dann beim Rückweg das Ganze wieder abholen. Klingt doch gar nicht mal nach dem schlechtesten Plan der Welt. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter nach darüber fahren. So ein klitzekleines bisschen. Bis ich die da hinten dann auch vollends ausgerottet habe. Wo war er denn? War das denn klar? Ich glaube da hinten. Jep, oh wunderbar, da sehe ich es doch. Das wunderschöne Symbol für das schwarze Loch. Wunderschön. Das sind aber auch Riesenkolosse. Also, bis wir uns da mal durchgekämpft haben, ich glaube, da vergeht so ein kleines bisschen Zeit. Wir betonen auf ein kleines bisschen Zeit. Ja, aber ich glaube, oder wobei, ja, doch, komm. Also, wenn wir eine weniger haben, macht's auch nichts aus. Da kommst du rein, du kommst hier auch mit. Dann bleibt einfach hier da oben drauf, muss ich mich schon mal darum nicht kümmern. Eine Sorge weniger. So, Big Daddy. Mit dir möchte ich mich jetzt anlegen. Huhuhu, okay. Eventuell möchte ich mich dir von hinten nähern. Sind das, ich glaube, das sind diese dicken Mamas, die ich auch habe. Und zwar riesig viele davon. Er spürt schon, dass ich komme. Er spürt, dass ich komme. Ups, das tut weh. Da muss ich ein bisschen nach vorne kommen. Und ihm ein bisschen was hier reindonnern. Und hoffen, dass meine Schilde das Ganze auch aushalten. Das Energievorrat geht schon mal gut zurück. Und er geht ein bisschen zu gut zurück, würde ich mal behaupten. Yep, ein bisschen zu gut. Ein bisschen zu gut. Meine reaktive Panzerung hält zwar noch, aber es wird nicht lange. Nein, das war's. Das war's definitiv. Wobei, ihm fehlt auch schon ein bisschen was. Mitkommen. Wir können ihn reparieren, würde ich mal behaupten. Wir können ihn zumindest reparieren. Wenn meine Basis, yep, hier eine Batterie gebaut hat. Und wenn ich vielleicht noch eins von diesen Rädern habe, yep, das geht auch. Das ging jetzt richtig schnell. Okay, das heißt, wir brauchen hier mal eine kleine Ladestation. Ja, ich weiß, Rädchen. Ich weiß, alles gut. Das weiß gelinde gesagt heftige Natur. Können wir hier vielleicht irgendwie einen festen Anker oder sowas haben? Das müssten wir doch eigentlich haben, oder? Anker, Base. Dann lassen wir nämlich hier einfach wirklich einen Posten stehen. Fixanker, so, dich bauen wir. Danach brauchen wir hier mal eine ganze Latte von denen hier. Für schwere Zeiten, man weiß ja nie. Und die gleiche Reihe kommt hier auch noch hin. Ja. Das ist schon mal gut, eine Reparaturblase. Haben wir gerade keine, aber dafür haben wir ja dann euch hier. Mal sagen, das schaut doch gar nicht mal so schlecht aus. Wenn wir das jetzt noch wunderbar hier komplett auffüllen, haben wir hier einen Minispeicher am Rande des Nichts, der sich hoffentlich dann auch noch selbst verteidigen kann, wenn ich oben ein, zwei Kanonen drauf baue. Was ich mehr als begrüßen würde, sagen wir es mal so. Okay, wir haben eine Schildreparaturblase, das sind gerade alles mit. Das heißt, wir brauchen noch eine normale Schildblase hier oben drauf. Yep, es ist geschützt. Passt. Ich hab nur gerade sagen, ich habe das Gefühl, dass da unten irgendwo ein Loch drin war. Die gehen ziemlich schnell bei der Ausladung hier, werden die ziemlich schnell voll. Das ist schon mal gut, das ist schon mal richtig gut.
Und jetzt sagen wir nochmal einen Turm oben drauf. Plus hier oben kommen dann so nach und nach mal einmal zu. Kommt da eine Handvoll Receiver hin. Beziehungsweise können wir die hier unten noch hinbauen? Yep, das können wir. Und wie wir das können? Die müssten alle eigentlich noch im Einflussbereich sein. 1, 2, 3. Damit wird doch alles ziemlich schnell voll werden. Und oben drauf noch als kleine Verteidigung bauen wir Waffblöcke. So rüber. Und so rüber. Dann bekommt das Ganze noch eine KI natürlich, und zwar Geschütz-KI. Warum nicht? Die Skillfranke macht das Geschützbauen viel einfacher. Es rotiert eine volle Transkraft und greift jeden Feind in der Kirche an. Man nennt ihr, um einzelne sechs spezifische Rollen zuzuteilen. Hallöchen. So, du sollst eigentlich in der Lage sein, dann Viecher anzugreifen, die jetzt nicht gerade so unsere Freunde sind. Okay. Wunderbar. Aber nochmal Angriff. Diesmal sollten wir es schaffen. Wir haben ihn genug geschwächt eigentlich, um in der Lage zu sein, ihn wegzuboddeln. Jupp. Allein das hat ihm schon ziemlich wehgetan. Ups, 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 ups. Vielleicht können wir ihn noch ein bisschen weit zurückdrängen. Auf unsere andere Verteidigungslinie nach da hinten hin. Upp, upp, hallöchen, hallöchen. Guck mal, Kollege. Aber willst du jetzt doch nicht mehr angreifen, oder? Jetzt hat man auf einmal Schiss, oder wie? Feigling. Einfach nur Feigling. Achso, warte mal, da fehlt mir eh noch was. Stelle ich gerade so fest. Fehlt einmal hier auf Seite noch eine reaktive Panzerung. Ich doch Schirger fast vergessen hinzubauen. Bäm, hallöchen. Du hast ziemlich viele Teile, die möchte ich eigentlich alle haben, wenn es geht. Wo ist überhaupt dein Kernbereich? Oh, da hinten, ne? Yep, ich sehe ihn bereits, ich sehe ihn bereits. Da hinten ist er. Da unten. Lass es mich mal da ein bisschen reinschießen, komm. Den brauchst du eh nicht. Den brauchst du eh nicht. Oh, hallöchen. Nope, den hast du definitiv nicht gebraucht. Wenn wir dich jetzt dann hier mitnehmen. Oh. Das war jetzt nicht ganz so richtig, das war schon richtiger. Dann sind wir in der Lage, auch den hier abzuernten. Wunderbar, funktioniert doch. Wenn man sich den kleinen Außenposten macht, oh Gott, sonst ist da hinten strahlt, aber bis zum Umfallen, dann kommt man damit schon recht gut zusammen. So. Einfach alles mitnehmen. Ich mache jetzt den da vorne noch kaputt. Beziehungsweise mache den da hinten auch noch kaputt. Ich rase ein bisschen durch die Gegend und schieße ein bisschen was. Um einfach zu gucken, ob ich noch Ventura finde oder sonst irgendetwas. Falls nicht, man sieht sich auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und an der Stelle hoffe ich halt viel Spaß beim Zuschauen. Und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein könntet. Bis dahin, macht's gut, hören wie immer. Tschüss.